Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Themen. Ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt einen zweiten Teil davon mache. Und zwar vom Schlammmonster zum Einhorn oder Germany's Next Match Model featuring Rubineska, die mir wieder ein paar tolle Momente beschert hat, wo ich mir nur sage, danke Ruby, dass du so ein tolles Pferd bist. Los geht's. Und hier sehen Sie die neueste Verschlussmöglichkeit von Halftern. Modell Gatsch. Kreiert von Rubineska. Sehr leicht zu öffnen. Man bleibt natürlich sauber dabei. Und es macht richtig Spaß. Bitte achten Sie bei dieser wunderschönen Frisur auch auf die besonderen Highlights, die hier gesetzt worden sind. Das zum Beispiel extremst schön, auch das. Sehr geschmackvoll, muss man schon dem Friseur lassen. Ganz besonders hat sie auch diese Stelle hier herausgestellt, wie das der Friseur auch geschafft hat, dass dieses schwere Teil hier nur an so einem ganz dünnen Härchen noch dranhängt. Also gefinkelt und faszinierend. Es gibt auch einen ziemlich lustigen Spruch, den ich ganz witzig finde. Und zwar, hätte Gott saubere Pferde gewollt, dann hätte er ein bisschen Spülmittel in den Regen gegeben. Und sehen Sie hier den neuesten Trend unter Schimmel. Schminken mit Matsch. Das ist der neueste Klatsch und Gatsch. Ich meine, Ruby, hast du ein Praktikum bei einem Wildschwein gemacht? Ich meine, wenn man jetzt hier so schaut, glaubt man gar nicht, dass dieses Pferd eigentlich ein Schimmel ist. What the hell? Da, jetzt zeigt sie sich nochmal in ihrer vollen Pracht. Ist das jetzt in? Oder die Ruby wollte sich nur tarnen, damit niemand weiß, dass sie in der Nacht die Karotten stiehlt, so ein bisschen auf Mission Impossible, so da 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 da. Ich meine, niemand, da gehen sie so dreckig, so schmutzig. Aber ganz ehrlich, würdest du dich trauen, mit so einem schmutzigen Pferd am Turnier einzureiten? Das wäre schon noch irgendwie crazy. Also wenn du eine Wette verlierst, würdest du dich trauen? Ich meine, natürlich, Sattellage sauber machen, keine Frage. Aber so würdest du dich trauen, hier mit so einer unglaublich hässlichen Miene? Und ich sage dir ganz ehrlich, jedes Mal, wenn das so ist, und es ist wirklich fast täglich so, und ich muss fast täglich hier mit so viel Schmutz hier kämpfen, überlege ich einfach, diese Miene abzuschneiden. Auch wenn mich wahrscheinlich dann ganz viele danach deabonnieren würden. Aber es ist ein großer Kampf und ich freue mich, wenn das Wetter schon ein bisschen besser ist. Aber das ist ja next level. Ruby, bist du eine Schauspielerin und möchtest immer in neue Rollen schlüpfen? Sehen Sie hier das Schlammmonster. Oder wartest du darauf, Ruby, dass du einen Werbedeal mit einer Waschmittelfirma bekommst, damit du im Werbespot dabei bist? Ich meine, ist das dein Ernst? Und das sieht eher nach so einem misslungenen DIY aus für ein Halfter. Ich weiß schon, dass du irgendwie so ein besonderes Halfter haben wolltest, aber ich weiß nicht, Ruby, ob dir das so steht. Vielleicht ist das bei Pferden genauso wie bei Menschen. Alle, die Locken haben, wollen lieber glatte Haare haben und alle, die Locken haben, wollen glatte Haare haben. Ich habe gesagt, alle, die glatte Haare haben, wollen lieber Locken haben. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen Schlamm to go, damit sie für unterwegs auch immer genug Schlamm dabei hat, falls sie irgendwie heller werden sollte, damit sie sich gleich nachbräunen kann. Das Besondere an diesem Video ist, dass du bestimmst, welcher Part von der Rubineska geputzt wird. Ob sie dann auch am Schluss dann komplett sauber ist und dann ein wunderschönes Einhorn ist, wer weiß. Es geht mega easy. Ich erkläre dir das jetzt auch gleich. Und zwar, du bestimmst mit den einzelnen Videos, die jetzt kommen, welchen Part soll ich putzen. Und ich bin gespannt, ob du es dann bis zum Schluss dann auch schaffst. Ich bekomme gerade tatkräftige Unterstützung. Du bist der Wahnsinn, Rubineska. Ich habe ja ein goldenes Fischstäbchen, das ist meine Haflinger Stute Escada. Und jetzt habe ich ein knuspriges, braunes Fischstäbchen, die Ruby. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, um das Ganze jetzt wegzukriegen. Möglichkeit 1, waschen. Das haben mir auch ganz, ganz viele unter meinem anderen vom Schlammmonster zum Einhorn Video geschrieben. Aber im Winter ist es ein bisschen schwierig, wenn man kein Warmwasser am Stall hat. Deswegen im Winter waschen schwierig. Somit bleibt nur eins übrig, rausbürsten. Und ich bin gespannt, wie viel Mähne dann noch übrig bleibt. Falls du da irgendwie noch einen guten Tipp hast oder sowas, feel free to share. Schreib mir das gerne in die Kommentare. Oh mein Gott, das schaut aus wie in so einem Geistergruselwald, wo die Hexe drinnen wohnt. Rubineska hat eine Gruselwaldmähne. Und hier sehen Sie das Modell Gruselwald, kreiert von Rubineska.
Wer kennt's nicht? Der natürliche Schutz vor Insekten im Winter. Weil du weißt ja, im Winter sind sehr viele Bremsen und beißende Fliegen unterwegs. Da brauchen Pferde natürlich diesen Gatsch. Also, was brauchen wir für unsere Beauty Session? Wir brauchen auf jeden Fall einen Kamm. Ja, super. Ohne geht's nicht, und zwar Mähnenspray, ganz, ganz wichtig. Dann brauche ich auf jeden Fall noch, sonst komme ich hier nicht durch das Fell. Kadetsche darf natürlich auch nicht fehlen. Und eine Katze brauchen wir natürlich auch. Und ich wühle, danke Ruby. Und ich wühle hier nochmal und ziehe heraus einen Hufauskratzer. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Los geht's! Die Beauty-Produkte liegen bereit, somit kann es jetzt losgehen mit der Transformation, mit der Verwandlung vom Schlammmonster zum wunderschönen Einhorn. Sag mir ehrlich, womit soll ich beginnen? Entweder mit der Mähne oder mit den Hufen. Soll ich die Hufe auskratzen oder soll ich die Mähne jetzt mal kämmen und mal versuchen, da irgendwie durchzukommen? Das ist mal die erste Entscheidung für dich. Und das kannst du jetzt bestimmen, indem du jetzt entweder hier oben auf Mähne drückst. Das ist das Mähnenvideo. Da kommst du dann dahin, wo ich die Mähne jetzt putze. Oder du klickst da drunter und da werde ich die Hufe auskratzen. Ich bin gespannt, ob du jetzt dann auch bis zum Schluss kommst, bis dann die Rubinesca wunderschön sauber ist.